Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play das Kaninchen. Heute live, denn heute ist das neue Modul 23 Drachentöter online gegangen. Und natürlich will man das sofort auch zusammen erleben. Deswegen bin ich im Livestream und wir stehen auch hier in dem Gebiet, in dem sich, naja, relativ alles Neue drehen wird. Drachentöter, es geht um die Drachen, es geht um Tiamat. Es gab ganz, ganz viele Änderungen, die wir uns auf jeden Fall noch angucken wollen. In einem nächsten Video. Was wir uns heute angucken wollen, ist die neue Schatzlade. Über die gibt es nämlich auch ein bisschen was zu erzählen. Und ich habe einige Schlüssel gesammelt, weil die neue Schatzlade, das neue Schatzladenkonzept, muss man an dieser Stelle sagen, so fantastisch ist. Denn ihr seht es schon hier, wie in der Noxbox gibt es ein Pity-System. Wir kennen das alle, wir haben das Problem, wir versuchen so eine Schatzlade zu öffnen, um natürlich die neuen fantastischen, mystischen Sachen zu bekommen. In diesem Fall den Nachtfeuerdrachen, Dragonell. Und wir kriegen natürlich nicht. Und wir öffnen ganz, ganz viel und wir kriegen einfach die ganze Zeit gar nichts Besonderes. Und das ist sehr frustrierend. Das wurde jetzt so überarbeitet, dass man garantiert eine Belohnung zusätzlich erhält, wenn man genügend hier entsprechend geöffnet hat. Und deswegen ist dieses neue System, glaube ich, für ganz, ganz viele Leute eine große Erleichterung. Gerade für Leute wie ich, die sehr viel Pech haben. Und da gucken wir auf jeden Fall mal rein. Was gibt es in dieser Schatzlade? Es gibt natürlich den üblichen Kladderadatsch, den wir schon so entsprechend kennen. Insignienpulver, Tabula, Handelsbarren. Viel, viel weniger, muss man an dieser Stelle mal sagen. Es ging ja mal bis 1000. Jetzt gibt es nur noch bis 25. Kann aber auch eine Anzeige Bug sein, dass hier eigentlich noch mehr sein muss. Aber auch der übliche andere Kram. Aber es könnte hier jetzt neuerdings zum Beispiel irgendein ungewöhnlicher Gefährte drin sein. Das ist neu. Es könnte eine Überladungsverzauberung drin sein. Das ist neu. Legendäre Drachenschlüssel. Auch das ist neu, dass sowas jetzt drin sein kann. Epische Zaumzeuge können drin sein. Das ist neu. Ungewöhnliche Reittiere, seltene Gefährten, seltene Reittiere, epische Insignien, epische Reittiere und epische Gefährten. Und das ist halt das, also, das ist, ihr könnt jetzt alles, was es irgendwie an Gefährten und Reittieren, alles in Anführungszeichen, gibt, hier rausbekommen. In allen Qualitäten, wie ihr seht. Und Selina schreibt jetzt gerade, die Droprate von den Handelsbarren ist bescheiden. Was aber auch insoweit in Ordnung ist, weil man jetzt ja viel, viel mehr hier an Reittieren und Gefährten und Insignien aus der Schatzlade bekommt und dafür nicht mehr ganz so viele Insignien durch die Handelsbarren kaufen müsste, ist so mein erstes Gefühl dafür. Dann gibt es natürlich aber auch legendäre Insignien, was sehr schönes ist, legendäre Reittiere, nimmervolle Beutel mit 60 Inventarslots, mystische Insignien, etwas, was wir, glaube ich, alle noch brauchen. Also, natürlich nicht alle. Es gibt die oberen 5%, die schon alles auf mystisch haben. Aber hier können wir jetzt mystische Insignien haben und dazu dann entsprechend einen Drachenknochenklingen als Ausrüstung und den Drachenfeuer Dragonell als Reittier, der Kampfvorteil bringt, was für viele Damage-Dealer ein sehr, sehr wichtiger Wert ist. Und seine Kraft ist, dass er entsprechend einen Feuerball auf Gegner, also ein fortwährender Schaden in einer Zone, das ist jetzt nicht so der Bringer, aber der Kampfvorteil, der ist fantastisch. Und genau, genau Sven, das ist die Noxbox 2.0, denn wir bekommen nach 25 Öffnungen 50 Gefährten auf Weltmarken garantiert dazu. Nach 50 kriegen wir einen Gefährten, ein zufälliger Gefährte bis zur epischer Qualität oder den Drachenknochenklingen-Count weit. Nach 75 kriegen wir 50 Reittieraufwertungsmarken dazu und nach 100 kriegen wir ein Reittier bis zu legendärer Qualität oder den Nachtfeuer-Dragonell-Account-Weit. Bei 150 gibt es 1000 Tabaloge Handelsbarren zusätzlich, dann ein Partikel der Verschmelzung bei 200 und bei 250 können wir uns ein Wahlpaket des Drachenkultes holen, beziehungsweise bekommen wir, wo dann entsprechend das Artefakt-Set oder das Reittier unserer Wahl in Myste drin ist. 88 Schatzladen habe ich, die wollen wir mal öffnen und drückt mir trotzdem bitte die Pfoten, Daumenflossen und ähnliches, in der Hoffnung, dass ich nicht nur mit diesem Pity-System irgendwas bekommen muss. Das wäre sehr schön, das wäre sehr schön. Wir beginnen mit Neuaufwertungsmarken und das sieht man auch, das ist alles hier viel schöner gemacht, viel, viel übersichtlicher, dass man hier oben noch diesen Pity-Balken entsprechend hat. Reittieraufwertungsmarken, yay! Noch mehr Neuaufwertungsmarken. Das sieht schon cool aus. Das gefällt mir hier mit dem. Ich kann jetzt nicht so lange warten. Oh, ein Feenwolf. Ist der gebunden? Ungebundene Reittiere.
Oh, die sind ungebunden, die man hier rausbekommt. Das ist natürlich... Ist das alles ungebunden? Mein Inventar reicht nicht aus. Ich sehe gerade, mein Inventar wird nicht ausreichen. Ha, naja, wir gucken mal. Werde ich zwischendurch vielleicht ein bisschen mein Inventar aufräumen müssen. Ich kriege auf jeden Fall einiges an Neuauflösungsmarken. Die werden wir auf jeden Fall auch brauchen. Denn da hat sich auch einiges verändert. Gucken wir uns aber im nächsten Video an. Ein Höhlenbär. In grün. Hübsch, hübsch. Ein Stein der Gesundheit. Ja, davon brauche ich natürlich ganz, ganz viel. Ohne Tensors fliegende Scheibe in Countfeld ungebunden. Was ist die wert? Ich meine, wenn muss man die jetzt verkaufen? Es wird garantiert alles. Der Preis wird für so vielen Sachen. Dadurch, dass wir jetzt so viele Reittiere Gefährten ungebunden bekommen können, wird der Preis von allem ganz hart droppen. Das bedeutet, wenn ihr etwas verkaufen wollt, verkauft es schnell, denn der Preis wird hart droppen. Ganz, ganz hart. Ja, es ist alles billig, Sven. Ja, der Preis wird wirklich unfassbar schnell droppen. Ist aber auch jetzt insoweit, kann man natürlich sagen, oh, es ist blöd, dann ist es nichts mehr Besonderes. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, oh, guck mal, das ist auch schön, ein Wahlpaket des epischen Zaumzeugs ungebunden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein neuer Spieler oder ein mittelmäßiger Spieler, also nicht mittelmäßig, sondern ein Mid-Game ist, da vernünftig rankommt. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass da einfach viel mehr Möglichkeit für neue Spieler existiert, irgendwo an den neuen Content dann auch ranzukommen, für den man doch einiges an Gearscore braucht. Und so muss man das ja auch sehen. Wir haben alle nichts davon, wenn die neuen Spieler und die Midgame-Spieler nicht an den Content rankommen. Oh, ein silbergeschuppter Kleriker-Jünger. Ein Leopard von Schuld, den habe ich noch nicht. Hübsch. Meine Karte ist voll. Nein! Ein Schwefelbollwerk, das ist richtig. Oh, guck mal, ja, wir haben die 50 Gefährten auf und den legendären Drachenschlüssel. Das ist interessant, dass sie sowas mit drin haben. Das sind Schlüssel, mit denen ihr im Prinzip jede Truhe im ganzen Spiel öffnen könnt. Also wenn ihr zum Beispiel in einem Dungeon seid und am Ende braucht man ja manchmal einen Schlüssel, den ihr herstellen müsst, über das Kampagnenmenü. Und, falsch, mich verklickt, da wollte ich hin. Und ihr habt aber gerade nicht die Möglichkeiten, zum Beispiel in Storm King Thunder, weil ihr nicht entsprechend den Bruderschaften und Elchstämmen und so geholfen habt, dann könnt ihr diese Truhe trotzdem öffnen, indem ihr einen legendären Drachenschlüssel dafür verwendet. Selina wollte mir was zeigen. Hi Helmi, freust du dich über die neuen Items? Ja, ich freue mich da wirklich drüber, die neuen Items. Vor allem, weil es jetzt so viele Sachen sind. Wie viele Zaumzeuge? Ich kann auf jeden Fall mein oh Gott, ein drittes! Ich kann meine Zweitcharaktere und Drittcharaktere alle ausrüsten. Ja, Neverwinter hat, Sven hatte zweimal mystisches Reiter nach 400 Schlüsseln. Krass, trotzdem ordentlich. Oh, ein schneller goldener Löwe. Der ist doch auch... Vor allem account-weit, das ist so hart, ne? Dass die account-weiten Reittiere droppen. 1,39. Ich muss sie sofort verkaufen, damit noch die Chance existiert, dass ich ein bisschen was dafür bekomme. Weil, genau, es werden, wie Sven das sagt, 400 Schlüssel geöffnet, 18 legendäre Reittiere. Und das wird... Oh, ein Wirtel der Schlachtruf. Hübsch. Das wird uns jetzt allen so gehen. Hi, Assassin! Dass wir uns ordentlich mit Reittieren und Gefährten Zug droppen lassen. Sodass... Ja, ein Lanta-Junges! Oh, warte mal, das war irgendwie mächtig, ne? Was war das Besondere am Lanta-Junges? War das nicht irgendwie mächtig? War das nicht was Tolles? Weiß ich gerade gar nicht. Ach, das goldene Land, Junge, war das Tolle. Ah, danke schön. Es gibt so viele Reittiere, ich habe einfach Gefährten und alles. Man hat einfach irgendwann auch nicht mehr den Überblick, ne? 430.000, okay, guck mal. Geht doch auch. 4,2,3. So. Hast du die uralten Drachen schon freigeschaltet? Natürlich, habe ich die alle schon freigeschaltet, logisch. Nochmal ein schneller... Oh, guck mal, nochmal den gleichen Löwen.
Oh mein Gott. Wenn das nicht... Wir können gleich noch eine Verlosung machen. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich eine Verlosung mit dem ganzen Kram machen kann hier. Oh, grüner Eulenbär. Den habe ich mir auch noch nicht gehabt. Mein Tar ist gleich voll. Aber noch keins der mystischen Sachen, ne? Aber eine erleuchtete Insignie der Aggression. Oh, hübsch. Die ist auch was wert. Die ist auch was wert. Also jedenfalls war sie bis vor kurzem was wert. Jetzt glaube ich nicht mehr so viel, oder? Ja, okay, wir sollten natürlich auch die richtige Stufe einstellen. Boah, 300.000, das ist ordentlich. Was war es? 305. Okay, 359. Noch ein Stein der Gesundheit. Ich habe so wenig Steine der Gesundheit. Oh, ich weiß gar nicht, wohin. Noch 20 Schatzladen habe ich. Das dritte mystische. Sven, hier. Gib. Ich habe noch keins. Aber ein Hexenmeister der Sentarin. Oh, hübsch. Nochmal den Dreh. Was ist denn mit diesen... Warum kriege ich denn hier eine Löwenarmee? Was ist mit den ganzen Löwen? Das ist schon langsam hohn. Das Spiel will mich doch ärgern. Oh, das beste Reittier überhaupt. Das beste Reittier überhaupt. Das Paradestreitross des Jubiläums. Noch ein Zaumzeug. Oh, eine Insignie der Brutalität. Die sind auch gut. Die sind auch gut und teuer gewesen mal. Aber auch ordentlich am Preis schon verloren. Ja, ist gut, es ist, ne, alle machen natürlich sofort die Schatzladen auf. Ein Zwielicht-Yeti. Cool, den habe ich aber auch schon offensichtlich. Noch ein legendärer Drachenschlüssel. Wir gucken gleich mal, was ich alles habe. Oh, Astrala Deva. Wo ist meine Auffangtruhe? Hä? Oh, ich habe hier unten noch einen ganzen Beutel frei. Ach, guck mal. Kann ich ja ohne Probleme noch weiter aufmachen. Gut, dass ich keine mehr habe. Die letzten drei. Zwei. Eins. Naja, hatte ich noch nicht. Aber dafür habe ich die Sammlung der Pferde des Adels abgeschlossen. Das ist doch auch schön. Hat man doch, muss man doch auch mal haben. Guck mal, dann, es endet damit, dass ihr eine Sammlung abgeschlossen. Also, ich habe ein bisschen Pech gehabt und das ist genau das Ding. Ich bin halt einfach wirklich einer der Kandidaten. Ich habe sehr viel Pech bei den Schatzladen. Und das ist hier jetzt nicht so das Problem, weil ich hier einfach die das Pity-System habe. Wenn ich noch 12 davon aufmache, kriege ich hier entsprechend die Möglichkeit, ein weiteres Reittier und auch vielleicht das Nachtfeuer-Dragonell zu bekommen. Und wenn ich noch mehr aufmache, kriege ich hier hinten auf jeden Fall die Belohnung. Jetzt hat sich auf jeden Fall... Ich habe eine Löwenarmee aufgebaut. Ich habe 250 Tabulogen Handelsbahn, das sind wirklich viel, viel weniger. Die anderen Gefährten, die sind teilweise echt nicht schlecht. Also das hier ist eine schöne Ausbeute, wo ich mal gucke, was meine Zweitcharaktere noch brauchen. Wer jetzt gerade wirklich einen neuen Charakter hochlevelt oder seinen ersten Charakter irgendwie mit Game entsprechend hat, da ist es eine gute Ausbeute. Wenn ich jetzt gerade lese, dass ich offensichtlich nicht Pech hatte, wie Sven schreibt, ein Freund hat 100 aufgemacht und hat nicht ein legendäres, würde ich sagen, für den Stream werde ich jetzt gleich noch eine Verlosung machen von... Also wir können ja mal gucken, ob eine Verlosung sich lohnt, aber was ich mit diesen... Ich glaube, dass ich zu viele Löwen habe, und das, um den Markt zu sprengen. Aber an sich, sehr schön, 4 legendäre Drachenschlüssel sind sehr gut. 90 Gefährten auf Fertigungsmarken, 100 Neuauswürfungsmarken, 6 epische Zaumzeuge, 120 Reittierfertigungsmarken und einiges auch an Insignien in höherer Qualität. Sehr, sehr schön. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr genauso viel Pech hattet wie Svens Freund oder mehr Glück hattet als ich. Vielleicht sogar genauso viel wie Selina, die hier gleich... Gut, die hat gleich das Skelettstreitross gedroppt, was ich aber auch habe. Aber was trotzdem cool ist. Oder habt ihr vielleicht noch mehr Glück gehabt und habt gleich eins von den mystischen Sachen bekommen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüss.
Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!